Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, gefühlt auf unserem Kanal. Richtig. Ihr seht's, wir stehen hier in einem fetten Circle out of Pakete. Ihr seht nicht alles, aber das ist so geisteskrank. Das sind 2000, ein bisschen mehr vielleicht. Sportliche 2000 Euro. Und ich würde sagen, wir machen jetzt Fett-, Röder- und Pulverpyrotechnik auf. Auch schön mit 3 Kameraeinstellungen, richtig geil. Und ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, geht's jetzt los. Oder? Ja, let's go. Let's go. Wir fangen jetzt locker flockig direkt hier mit diesem Paket an. Das ist jetzt Pulverpyrotechnik, da schauen wir doch gleich mal. Obwohl, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ja, das ist Pulverpyrotechnik. Yeah. Nee. Das ist Röder. Sorry, Leute, das ist Röder. Ah, wir haben hier schon ein sehr, sehr, sehr schönes Paket. Wo fangen wir denn mal an? Fangen wir mal mit dem hier an. Einfach El Monstro. Schön von Fuhrwerk Total. Die hatten wir letztes Jahr schon. Richtig geile Bombenrohre. Ey, die sind so geisteskrank. Kauft euch die. Ich sag einfach, kauft euch die und guckt euch vor allem das Video an, wenn ihr die nicht kennt. Und jetzt hier eine Neuheit. Zombie Attack von Gao. Die haben wir live gesehen beim Vorschießen. Ja, Shoutouts Finn hinter der Kamera. Die fanden wir relativ gut, deswegen haben wir die bestellt. Und dann haben wir hier schon ein schönes Dankeschön. Color Thunder King. Von Pyro Factory. Auch sehr, sehr gute Bombenrohre. Hatten wir auch schon mal. Kann man sich durch und durch gerne bestellen. So, schauen wir mal aus dieser Perspektive rein. Das ist schon ein sehr schmackofatz Anblick. Was ist hier los? Ach, die Energies. Junge, das sieht aus wie ein Bombenpaket. Cool. Ja, Leute, ihr seht, sehr, sehr schmackofatziger Anblick. Zum Beispiel haben wir hier das RTC von Magnum. Ein richtig geiles 50 Grammer Bombenrohr. Das sieht ja auch nur aus wie ein Schuss. Ich dachte, das wären irgendwie mehr. Was allerdings mehr ist, was auf jeden Fall mehr Schuss hat, ist die Megamine. Von Magnum. Auch sehr geniales Ding. Riesengroß. Sind, glaube ich, 7 Schuss oder so. Ja, das wird ganz schön ordentlich. Den ganzen Spaß auch 2-mal. Und dann seht ihr hier noch ein bisschen Litze. Nochmal ein RTC. Und dann haben wir hier, was haben wir denn hier? Hier haben wir die Kurzschlussfontäne. Ja, die hat mich relativ angesprochen. Die fand ich sehr interessant. Hab die deswegen bestellt von Black Box. Genau. Dann auch noch hier ein super schöner neuer Vulkan von Zink. Den haben wir auch live gesehen. Gold und blau-pinke Sterne. Ey, richtig, richtig gut. So, was haben wir noch hier drin? Man sieht's. Einmal ich, die billig und willig Nummer 7. Auch sehr, sehr schön. Haben wir auch alle beim Vorschießen gesehen. Alle jetzt schon sehr, sehr lohnenswert. Und dann haben wir noch die 3-Stage Trouble. Auch eine sehr, sehr schöne Cake. Die ist fürs 0 Uhr Feuerwerk eingeplant. Und die soll genau das machen, was draufsteht. Und zwar Trouble. Ja. Yeah. Und nächstes Paket. So, das nächste Paket mache ich jetzt mal auf. Moscomania steht drauf. Haben wir auch bestellt. Mal gucken mal. Was hier drin ist? Ne, da ist tatsächlich was anderes drin. Sehe ich schon. Gucken wir mal. So. Na, lächelt uns doch schon einmal die Alpha Tier an von Blackbox. Richtig fettes Gerät. Und die ist da natürlich auch noch, wie soll es anders sein, ein zweites Mal drin, weil wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen. Ey, sag mal, wie viel die kostet. Wie viel kamen die? Und sag mal, was wir damit vorhaben. Um die 70, glaube ich? Nö, bin mir nicht mal ganz sicher. 85 am Ende schon. Ach so, naja gut. Jedenfalls wird die natürlich doppelt gezündet, wenn wir die zweimal haben. Ne? Also, weil einmal ist ja nicht genug. Aber ist wirklich ein richtiger Brecher. 1 Kilo NEM. Auf jeden Fall geil. Dann haben wir hier einmal von Pyro Specials die The Gambler. Das war, glaube ich, mit Wirbel, wenn ich mich nicht irre. Glaube ich. Und dann haben wir noch einmal hier von Pyro Specials die Dark Soul. Da weiß ich jetzt nicht mehr, was die macht, aber 30 mm Kaliber, da wird schon ordentlich was rauskommen. Jo. Und da ist der Karton auch leer. So, weiter geht's. Ihr seht's, das hat sich gereimt. Lol. Schönes Paket. Nochmal dasselbe Format, was wir gerade hatten. Machen wir das mal auf. Und jo, das sieht cool aus. Das sieht echt geil aus. What the fuck? Was haben die denn hier gemacht? Okay. Leute, was ist denn hier passiert?
Auf jeden Fall, das, was draufsteht, ist auch drin. Das ist nämlich eine VE Moskau Mania. Das sieht ja so lustig aus mit diesen Trenndingern hier drin. Und die ist dann nochmal unten dreimal drunter. Lassen wir uns natürlich nicht lumpen, holen wir mal heraus. Hier seht ihr es, die Moskau Mania. Genau, und weiter geht's. Weiter mit Röder. Und jetzt kommt eine kurze Lehrstunde für Kameratechnik. Kann man das lesen? Ja. Guck mal, Philly, geh mal an das Objektiv und dreh mal. Objektiv, vorne. Hinteres Drehrad, genau. Zoom mal ein Stück ran. Hinteres. Ja, ist. Genau. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ihr seht's, Leute. Tinnitus, ich glaube, das, was hier draufsteht, wird auch wieder drin sein. Natürlich machen wir es auch, wir lassen uns ja nicht lumpen. Aber wir haben eine VE Tinnitus bestellt. Die ist fürs 0 Uhr Feuerwerk und so wie es aussieht, ist die auch drin. Ja, so sieht man es. Tinnitus. Holen wir den ganzen Spaß auch nochmal raus. Einmal die Tinnitus. Also quasi mal 6. So, jetzt haben wir hier ein relativ süßes kleines Paket. Gucken wir mal rein. So, da ist noch eine Menge Polsterung. Und zwei Batterien drin. Einmal billig und willig Nummer 5. Und einmal die Nummer 6. Geil. Super. Da. Ist ja ein geiles Paket. So, jetzt machen wir ein bisschen POV-Action, Leute. Ihr seht, das ist jetzt noch Röder. Das ist zweimal der Noise. Dann haben wir hier die Plutonium. Und hier steht einfach die Tsunami of Gold zweimal. Das sind alles Verbünde. Der Noise ist für 0 Uhr. Genauso wie die Tsunami of Gold. Sehr geil. Und der Plutonium, der ist einfach für zwischendrin. Die holen wir dann erstmal aus den Käfigen und dann zeigen wir euch die nochmal. Auch sehr, sehr, sehr gestört. So, meine Szene für den Vlog. Wir werden ganz fein säuberlich diese dämlichen Drahtkäfige entfernt. Hey, beleidige doch nicht die Drahtkäfige, die haben wir gar nicht. Doch, die Drahtkäfige beleidige ich, aber komplett. Weil die einfach nur nervig sind. Blöd, Mann. Na, also ein bisschen eine Übersicht. Hier ist alles voller Feuerwerk. Ja. Eigentlich ist überall Feuerwerk. Es gibt eigentlich keine Stelle mehr hier irgendwo, wo nee. Kein Feuerwerk Nicht mal in deiner Hose. Nicht mal in meiner Hose. Oh, hell no. Wir entschuldigen uns für diese Unterbrechung. Das Programm wird jetzt fortgesetzt. Check, check. Synchro, Weiter geht's. Pulverpyrotechnik. Das wird sehr interessant. Ich würde sagen, den ersten Mixkarton schneiden wir mal auf. An dieser Stelle Shoutout an Pulverpyrotechnik. Also über 2 Tage lang ultra sympathischer Shop. Bestellt dort. Falls ihr aus der Nähe von Berlin kommt, ist ein reiner Abholshop. Sehr, sehr sympathische Leute. Sehr gute Angebote. Alles super krass gewesen. So, schauen wir mal rein. Funke, wow. Haben wir hier die Glittering Palms. Schöne, wunderschöne Batterie von Funke. Was haben wir hier? Hier haben wir die Gold Blue Variations. Oh, kann gar nicht mehr daran erinnern, dass wir die bestellt haben. Wunderschön. Wunderschöne Funke-Dinger. So, jetzt kommt vor allem was, woran ich mich überhaupt nicht erinnern komme. Keine Ahnung. Die Radioactive von Tropic. Leute, keine Ahnung. Ist von mir. Ah ja. Die habe ich bestellt. Und jetzt schauen wir uns mal den Rest hier an. Machen wir mal hier, Lennart. Oh, oh, oh. Wow. Der erste Dreischlag-Schocker. Das ist hier die Ausführung in Goldcracker Pastell. Wahnsinnig krank gehypte Teile. Das ist der Hammer. Die hast du nirgendwo mehr bekommen. Jetzt zum Ende hin. Wow. Freue ich mich mega. Dann ein Klassiker haben wir hier die Uzi oder auch die Birdkiller, wie sie heißt, von Pyro Factory. Sehr geile Salut-Batterie. Die ist immer richtig krass. Und jetzt was Wunderschönes von Lennart. Die Volador de Trueno von Elgato. Die wollten wir schon letztes Jahr. Jetzt haben wir sie. Ein bisschen sass verpackt, aber naja. Und zu guter Letzt, was haben wir hier noch drin? Oh, Watt! Das ist die Downforce von Watt. Sieht auch wieder solide aus. Watt an sich super, super geile Firma. Mm. Oh. Macht super soliden Kram und genauso wie wir, denn wir machen jetzt weiter. So, mach das nächste Paket auf, was richtig fettes und wirklich richtig schweres. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, was hier jetzt noch alles drin ist. Da muss eine ganze Menge drin sein. Das ist das größte Paket eigentlich von Pulver.
Ja, da. Da ist eine ganze Menge drin. Alter. Okay. Warte kurz. Sieht das geil aus, dieser Anblick von oben. Ist jetzt wow, Alter, der Anblick. Wir fangen einfach mal hier an. Okay. Mein jetzt schon Favorite Artikel von ganz Silvester. Falsche um Single Shots. Die musste ich einfach aus Gag mitbestellen. Ist doch geil. Die haben auch gefühlt nichts gekostet, also von daher auch egal. Wir haben hier noch eine Uzi. Dann haben wir hier einmal Scream Ufos von Classic. Ja, wie die Tornado-Wurbel von Funke zum Beispiel. Da gibt es in zig Ausführungen ja immer mal wieder ein bisschen anders vom Design her, aber im Grunde immer ein ähnlicher Artikel. Ah, geil. Die kommt auch noch ein paar Mal. Die Magic World von Tropic. Hatten wir vor ein ganz paar Jahren schon mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das schon her ist, aber wirklich schon sehr lange. Das könnte sogar 2016 gewesen sein. Nee. Aber 2017 vielleicht. Aber hier haben wir sie nochmal. Und die ist auch hier noch ein drittes Mal, weil alle guten Dinge sind drei. Dann geht's einmal weiter. Oh ja, geil. Triple Dumbum. Das sind, wie der Name schon sagt, es sind Single Shots sind es dann nicht. Das sind Triple Shots. Salut. Richtig geile Teile. Bin ich wirklich auch echt gespannt drauf. So. Schön. Dann haben wir hier einmal von Pyro Specials die Red Dragon. Hält ihr auch immer wieder in die Kamera zur Abwechslung. Gar keinen Plan, was die macht. Die habe ich mir nicht mal angeguckt vorher. Also, da gucken wir mal, was da rauskommt. Es geht weiter mit den wunderschönen Dreischlag-Schockern von Funke. Hier die Blütensterne Pastell. Wirklich unfassbar geile Teile. Machen wir auch gleich weiter damit. Nächste Ausführung. Cracker Palme Goldblinker. Nishiki Grünblinker. Nishiki Kamuro. Das ist wirklich unfassbar. Schöner Effekt. Silbercracker Rot haben wir hier noch. Und zu guter Letzt noch den Corolla Rotblinker. Und damit müssten das auch wirklich alle Ausführungen von den Dreischlagschockern sein, die es gibt. Also einmal die ganze Bandbreite abgedeckt. Die sehen auch alle so geil aus. Absolut. Ja, Mann. Absolut geniale Teile. Richtig, richtig. Dann haben wir hier einen Klassiker dabei. Einmal die Sputniks von Leslie. Schöne Tieftonheuler, Single Shots mit Bouquet. Schöne Teile. Einmal von Elgato Black Bravo. Das müssen irgendwelche Böllerchen sein wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht mehr, ob die so deklariert waren. Sagen wir jetzt so vom Namen her nämlich nichts. Nee, mir auch nicht. Okay. Dann geht's hier weiter in dem wunderschönen Karton. Wir machen einfach mal hier weiter. Die Blitzbengalos. Zweimal in weiß. Und wir haben das Ganze auch nochmal zweimal in rot. Die waren, glaube ich, auch relativ neu. Und wirklich. Okay, Klassiker mittlerweile schon. Früher Titan Bengalos, jetzt Titan Fackel. Dreimal weiß. Unfassbar geile Teile. Wirklich schöne Titanfunken, die bis zum Boden fallen. Und dann geht's weiter mit fetten Cakes. Dann haben wir hier einmal die Opscha Nummer 4 aus der Iskra-Line von Funke. Da kommen auch noch ein paar weitere, wie man sieht. Es gibt, glaube ich, 6 Stück. Alle haben wir, glaube ich, nicht. Da waren ein paar dann leider schon weg. Aber wir haben hier auf jeden Fall die Nummer 3 noch. Und das sind alles wirklich 25 mm Cakes mit richtig geilen Effekten. Ich glaube zum Schluss sogar teilweise mit Salut-Finale. Die Nummer 6 haben wir hier noch. Und dann müsste noch, denke ich, die Nummer 1 kommen. Genau. Iskra sowieso immer wieder schönes Design meiner Meinung nach. Einfach richtig geile Teile. So, dann haben wir noch einmal Single Shots. Das sind Single Shots von Panda, die Festival Bombenrohr sind das. Ja, zum ersten Mal noch nie bestellt. Obwohl es die schon ewig gibt, zum ersten Mal mit dabei. Ey, der Hund freut sich aber auch draußen, ne? Der freut sich schon auf Silvester. Alter, Video featuring Hund. Und dann haben wir noch 2 Batterien drin, ne? Ja, hol mal die. Das! Ja. Und es ist. Nehmen wir mal das Kleine hier. Wir haben nämlich hier noch von Elgato Borrachos. Das sind im Prinzip Silberfontänen. Die meisten kennen die bestimmt aus den Valencia-Videos von damals, ne? Diese wild umherwirbelnden Silberfontänen, die in allerlei Richtungen fliegen. Ob die jetzt denselben Druck haben wie in Spanien selber, werden wir sehen. Dann haben wir aber noch 2 fette Batterien. Das ist einmal die Champagne.
von wem waren die überhaupt? Pyro hier? Factory. Pyro Factory. Ja, das ist eine Crackling-Batterie. Ja. Crackling, warum auch immer. Und dann müsst ihr den Menschen hinter der Kamera fragen. Ja, ja. Und auch nochmal eine Neuheit von diesem Jahr ist die Color Terremoto. Wow. Ja, wirklich, ich hoffe, wirklich genauso laute Saluts, aber noch mit Farbstern drin. Geil. Also ist bestimmt ein richtig fettes Teil. Das ist hier in 36 Sekunden. Ich glaube, von der gibt es auch bloß die Variante. Können natürlich auch vielleicht noch eine Sekunde, 10 Sekunden folgen. Wer weiß. So, Freunde, jetzt gibt's hier noch ein bisschen POV-Action. Ich habe hier die Kamera umgeschnallt und wir widmen uns jetzt den letzten zwei Paketen von Pulver. So. Ah, oh, schön. Ah, oh, geil. Das sind jetzt Artikel, die wir während der Einkaufstour so oft gesehen haben und uns aber zurückhalten mussten, weil wir die bestellt haben. Und zwar eine Neuheit für dieses Jahr. Die Klemmershots von Alba, beziehungsweise mittlerweile ja schon Albert. Oh, wo ich das Video gesehen habe auf dem Kanal. Richtig geil, da wusste ich, ey, die muss ich bestellen. Neue, wunderschöne Effektbombenrohre mit geilen Feuertöpfen. Wird sicherlich richtig geil. Dann, es kommt jetzt als Ersatzartikel, kennen wir ja schon, wa? Leute, so im Hintergrund. Das sind die Simanko Zretni. Wow. Extrem geile 30 mm Bombenrohre mit T-Salut. Oh, gönnt euch mal. Oh, ey, Iskra, Hammer. Hammer. So, und dann geht's weiter mit einer schönen Batterie. Das geht raus an die Hater! Die Fuck You! Von Pyro Specials. Wow, wunderschön. Großes F übrigens an der Stelle an Pyro Specials. Jeder, der es mitbekommen hat, ne? Ja, ihr wisst Bescheid. Aber hier die Fuck You. Und jetzt das letzte super schwere Paket. Ich habe gerade durchgesehen, was da drin ist. Ja, und zwar haben wir hier viele geile Sachen. Fangen wir mal an. Mit der Troublemaker. Oh, Lennart. Ja, da hat sich der Lennart mal nicht lumpen lassen. Gibt schon lange auf dem Markt. Jetzt haben wir die auch mal. Die macht ihren Namen aller Ehre, habe ich das Gefühl. So, und dann haben wir hier noch eine kleine Batterie. Hallo, was bist du denn? Naja, auch was von Lennart. Die Blink Cracker. Schön, süßes Kleinformat. Und das, was ihr jetzt alles noch seht, sind gottverdammte 6-mal Terremoto. Eine Sekunde. Also, dazu muss ich nicht mehr sagen. Das ist einfach nur geisteskrank. Die ist fürs 0 Uhr Feuerwerk. Die werden alle schön 6 auf Schlag durchgerotzt. Ja, und das war das Unboxing. Jetzt werden wir noch die ganzen Verbünde trennen von den wunderschönen Stahlkäfigen. Übrigens den Smooth Criminal dürfen wir nicht vergessen. Der ist auch in der Bestellung hier, seht ihr ja, für 100 Euro ein relativ süßer Verbund. Und dann sehen wir uns gleich nochmal, wenn die ganzen Verbünde auf sind, wa? Geil, freu mich.